Cornetz Zero. Von Cornet Obolensky, Zero 1 und Capitano. Der sportive Schimmel aus dem Jahrgang 2016. Ganz im Look seines großartigen Vaters Cornet Obolensky stehend. Cornet Obolensky, ja, das internationale Springsportgeschehen bestimmend nach wie vor mit seinen Nachkommen. Denken Sie nur an Cornet Damour von Daniel Deusser, an Comilfo, an Cornado 1 von Markus Ening, Cloni von Martin Fuchs oder auch die Aachensiegerin Corée von Gregory Wattelet. Der Mutterseite auch hier sehr sportive Genetik. Zum einen der Muttervater Zero von Kalido Camon, selbst international erfolgreich gewesen mit François Marty und durch seine herausragenden Nachkommen immer wieder auf sich aufmerksam machen. Zeremonie zum Beispiel unter Laura Kraut, viertplatziert im Grand Prix von Aachen 2017. Oder auch die Derby-Siegerin von 2017, Cera von Pato Muente, ebenfalls eine Tochter des Zero 1. Ganz besonders erwähnenswert bei Cornet Zero auch die Großmutter Chantal. Sie war unter Jörg Lauchs bis 2 Sterne M siegreich, brachte insgesamt 10 sporterfolgreiche Nachkommen, darunter mit Coco Cabana und Larido 2 in S-Springen erfolgreiche Nachkommen. Weitere 7 Nachkommen der Chantal waren in Springprüfung bis zur Klasse M erfolgreich. Cornet Zero wurde in 2 Brücken gekürt, absolvierte dann seine 50-tägige Hengstleistungsprüfung in Neustadt-Dosse und ist im vergangenen Jahr schon in den ersten Springpferdeprüfungen im Einsatz gewesen, konnte mehrfach in Springpferdeprüfung der Klasse A die goldene Schleife davontragen. Zuletzt in Darmstadt-Kranichstein mit 2 hervorragenden Runden, die mit 8,7 und 9,0 herausragend bewertet wurden. Ja, und wenn Sie sich diese Runden hier anschauen in der heimischen Halle, ein Cornet-Sohn, hochrittig, mit toller, ausbalancierter Galoppade und am Sprung immer richtig kraftvoll abfußend, schön nach oben springend. Und das Ganze, wie wir es bei der Genetik erwarten, natürlich auch sehr vorsichtig, sehr aufmerksam, mit Idealmanier. Da freuen wir uns schon auf die Springpferdeprüfung im Jahr 2021. Die Abmessung jetzt hier auch schon durchaus anspruchsvoll. Das Saisonziel für Cornet Zero dann sicherlich auch die Qualifikation zum Bundeschampionat.